Hallihallo. Willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Assassin's Creed Origins. Mal sehen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Es musste einfach raus letzte Folge. Und wir sind jetzt nach einer kurzen Pause eigentlich quasi direkt wieder dahinter. Wir machen ja gleich weiter im Stream immer. Aber ja, wie gesagt, wenn ich mich so in Bayek reinversetze, wäre das jetzt echt keine geile Geschichte. Wann wird das sein? Bald, hoffe ich. Ja, ja, genau das ist es, ne? Naja, und dann, wenn das, dann haben wir es ja endlich und tralala. Und wann wird das sein? Naja, bald bestimmt. Also garantiert vielleicht. Weißt du, da ist immer so dieses... Naja, wenn du nur ganz fest dran glaubst, dann wird das schon, irgendwann haben wir dann mal wieder Zeit für uns und dann kann die Liebe in uns wieder blühen füreinander. Nee, kann sie nicht. Weil mittlerweile ihr beide und du ganz vor allem so viel Hass aufgebaut hast, dass du schon gar nicht mehr wissen wirst, wie es ist zu lieben. Aber naja. Jetzt nichts machen, ne? Jetzt rennt die auch noch weg. Statt wenigstens mal auf uns zu warten kurz, ne? You're a innocent. Vielleicht will sie auch wirklich gar nicht mehr mit uns groß Zeit verbringen, weil wir sie daran erinnern, was sie verloren hat. Kann auch sein. Wäre auch legitim, aber dann soll sie das wenigstens sagen. Wo sollen wir anfangen? Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Ach, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten. Pasche Remta hat einen Vorkoster für das Wasser des Gottes. Sicher? Das sind Opfergaben für den Stier. Nichts Verdächtiges. Dein Fell hat seinen Glanz verloren, Herrlicher. Deine Flanken sind eingefallen. Möge Hathor dich stärken. Wenn du nur verwestes Zeug bekommst, naja. Kann ich verstehen. Was reingeht, muss auch wieder raus. Lecker. Einmal abwaschen. Pfirsichkerne. Daran ist die halbe Herde meines Vaters gestorben. Was? Ich sollte das Futterlager des Gottes durchsuchen. Bald habe ich dich, Giftmischer. Wie funktioniert das? Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Hey, fütterst du den Apis-Stier? Nein. Um sowas kümmern sich für gewöhnlich die Priesterinnen. Weißt du, wo sein Futter gelagert wird? In dem Gebäude, dort drüben bei der Treppe. Aber es wurde abgeschlossen, als der Stier krank wurde. Hab Dank. Das Futter könnte schuld an der Krankheit sein. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ich brauche mehr Beweise. Pfirsichkerne. Wenn der Apis-Stier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterinnen hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Achso, okay, ich dachte, vielleicht kriegen wir jetzt hier unten nochmal einen Hinweis auf irgendwas, aber das war bloß das, was wir schon kannten. Okay.
Sieht einer seiner Pfleger... Wie ich dachte. Eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Warum? Ja. Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften. Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht. Aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratis retten. Hä? Wen? Unseren Bruder. Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten unserem Bruder den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Ja, es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht... Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Ich lasse die Zwillinge nicht allein. Das ist eine Brieftaube, hättest du schicken können. So mit sowas hier wieder. Ich hab doch niemanden weggeschoben. Die Mumien wurden also manipuliert. Ja. Möge der Schuldige für alle Ewigkeit leiden. Ja. Möge er. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wo wir sind. Ah ja. Obwohl. Ja, komm jetzt hier. Manchmal hängt er dann an so einem kleinen Balken einfach fest, ne? Und bewegt sich kein Millimeter. Oh, nein, ich laufe da jetzt dagegen. Okay. Wenn du das möchtest. Sagen, hier drinnen ist keiner? Nur die paar... Nur die paar Quatschköpfe, ja? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Naja, sehe ich. Ich schätze, Wein wäre zu viel verlangt. Aber bekomme ich wenigstens etwas Wasser zu trinken? Wie wäre es, wenn ich dir in den Hals pissen würde und das dann Wein nenne? Wirklich überaus vulgär. Na komm. Wollen Sie mal ordentlich machen, ne? Gute Nacht. Ja? Ein Rest! Bist du Pankratis? Das bin ich. Preist die Götter, dass sie einen starken Krieger zu meiner Rettung schicken. Du bist verwundet. Ich trage dich nach Hause. Kann ich dich hier runterwerfen? Nee, ne? Hey! Halt ihn ab! Hab ich dich! Ach, stirb endlich! Nee. Erzähl mir von deiner Entführung. Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. Ich erledige dich. Die Götter sind meine Zeugen. So, ne? Passt. Okay. Du bist verwundet. Er hat einen Finger verloren, kein Bein. Ja. Er hat bestimmt 20 Liter Blut verloren, also laut seinen Aussagen. Und von daher ist es völlig legitim, dass wir den tragen müssen. Naja, aber hier, gleich geht's dir wieder besser.
Bevor wir legen den ab und dann steht er gleich auf und springt rum und tandaradeit ganz frisch. Das kennen wir ja. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Hankrates! Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Du tötest aber keine. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt. Und für immer. Wir töten sie. Du nicht. Genau das, was ich davon erfahren meinte. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit. Beeil dich. Was macht er mit dem Priester, der unseren Bruder entführt hat? Wir werden ihn von seinen Pflichten entbinden. Lebe ewig, Krieger. Die Göttergeschwister segnen dich, Medjay. Das weißt du doch nicht. Vielleicht tötet sie andere Priester. Also, laut Story hat Arya gerade mal 2 Leute getötet. Wenn's hochkommt. Worauf wartest du noch, mein Liebster? Die restlichen haben alle wir umbringen müssen. Und das sind schon deutlich mehr. Reiten wir um die Wette, wie damals in Siwa? Ah, nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Friss mein Staub! Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie! Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Ich weiß nicht, du bist hinter mir. Nur so ein... Das hältst du nicht lange durch! Nur so eine Wollen Info. Wir wetten? Ja, okay, macht ihr mal, ne? Schneller, mein Pferd, schneller! Ich habe etwas zu beweisen. Naja. Wow. Anscheinend Rennen. Bin ich schneller gewesen. Tja, anscheinend. Ah, wir haben alle unsere Schwächen. Ja, und deine ist mit Anstand zu gewinnen. Was hat das zu bedeuten? Oh, sind wir mad? Die Königin wird reden. Hören wir ihr zu. Was? Es gibt ja nicht... ja nicht nur bei Bayek Priestern. Nee, das ist schon richtig. Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren! Ich bin jetzt nicht sehr begeistert. Aber nur so ein Gefühl. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Wolle, das wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Dass sie zum Orden gehört und an der Spitze steht Meine und die Königin, anderen Widersacher einfach nur auslösen. Ist der Apis-Stier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen.
Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Petepi. Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das. Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Warte. Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. Das ist Kleopatra-Hulle, genau. Also, nicht die hier, das ist Aya. Aber die andere, die... Hanecheru. Richter, Medjay der Königin. Wir haben dir keinen Rat zu bieten. Du bist der Experte für das Töten. Worauf wartest du? Jeder Atemzug dieses Priesters ist eine Beleidigung. Hetepi trägt einen blauen Schal und hustet ständig. Er befindet sich im großen Tempel des Ptah. Er ist einer der 5 Priester, die eine Anubis-Maske tragen. Also ziehst du wieder los, um zu töten. Sag mir, wie findest du darin einen Sinn? Manchmal steht nur ein Ritual zwischen einem Mann und dem Irrsinn. Willst du mich jedes Mal, wenn mein Körper zum Kampf gezwungen wird. Wenn meine Wunden denen des Gegners gegenüberstehen. Jedes Mal, wenn ein Kar befreit wird. Zolle ich mit einem Gebet Tribut. Ich bete nicht für die Toten oder für die Götter, sondern für mich. Mein Credo gibt dem Sinnlosen einen Sinn. Es ordnet die Unordnung. Ohne das könnte ich nicht töten. Du würdest die Worte nicht hören wollen, die mich zum Töten befähigen. Nun geh. Erst will sie ständig, dass wir die Leute umbringen und jetzt, oh, was, wie machst du denn das nur? Und ach du Armer und und vorhin noch so, ja, bring sie alle um, die ganzen Schweine. Wie kann ein Priester Apis nur so schaden? Ja, weiß ich auch. Gut. Na dann. Natürlich, Frau. Das hast du gesagt, Larynia. Das kommt aus dem Chat, da kann ich gar nichts für, ja? Möchte ich jetzt hier mal dazu sagen, ganz deutlich. Und Larynia ist eine Frau, ja? Also, ne, möchte ich hier, ups, falsche Taste. Möchte ich hier mal ganz deutlich sagen. So, na gut, dann gucken wir mal darüber. Mhm. Wie viele Priester braucht eine Stadt? Keinen. Wenn du mich so fragst, keinen einzigen. Ist das der Priester des Anubis? Aber ist es Hetepi? Hetepi versteckt sich unter seinen Brüdern. Ich darf doch da rein, oder? Also. Ich meine, ich kann doch da jetzt einfach reinlaufen, ne? Also, so. Gut. Blauer Schal hustet. Also das mit dem Husten müsste ja eigentlich ausreichen. Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Ja, aber jetzt alle sterben, ist jetzt nicht so schlimm, oder? Ja?
Ich hätte da ein gewisses Ziel vor Augen. Ich glaube, es war der Richtige. Die Echse! Der Priester, der Memphis verflucht hat! Ich diene nur dem alten Ägypten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige werden verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter, getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Baal. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an. Nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst? Ich habe meine Götter. Triff du die deinen. Könnte man jetzt als Indiz darüber oder dafür verstehen, dass Kleopatra in der Spitze... Durch deinen Tod wird der Fluch über Memphis gebrochen. Ich informiere die anderen. Stirb, du Sau! Also, du hättest mich einfach nur gehen lassen müssen. Ey, was... weit genug weg. Ja, ne, also so ein bisschen könnte man das ja jetzt schon so verstehen, ne? Wem dienst du? Wer will, dass du deine Seele mit meinem Tod befleckst? Key. Ja. Könnte der Person das A scheißegal sein, wie du deine Seele befleckst, oder B das sogar so wollen? Sind alles valide Gedanken. Aus meiner Sicht. Die immer mit ihrem posischen Gerät. Ja, ich weiß ja auch nicht, also wenn ich mal verstehen würde, was das heißt. Aber es ist so schwierig gesprochen, dass ich es halt nicht mal suchen kann. Im Internet, im Weltweiten. Deswegen keine Ahnung, was das heißt. Ich würde es aber durchaus gerne mal wissen, was das heißt. Weil manchmal sagen sie auch russischen Gerech. Also so mit CH und so ein bisschen Ä mit dabei. Ich würde es halt echt mal gerne wissen. Heißt das einfach nur Hallo? Oder irgendwie bla bla bla, Grußformel irgendwie? Das ist nicht. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Petepi? Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben? Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Ich weiß ganz genau, wie sie zumindest Aya in der Hand hat. Und über Aya auch uns. Das ist schon ein sehr valider Gedanke, dass sie am Ende alles... Naja. Eine wirklich hübsche Nase, sagt er. Von dem Stier, oder?
Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Asterix und Obelix. Nach Norden, um das ich Meer zu entzünden? Ich trinke dein Wasser. Kann das sein, dass das... Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. Dass das die eine Szene mit dem Römer war? Wo wir den... So quasi den Seekampf... erlebt haben? Kann sein, ne? Okay. Ich möchte nur mal sagen, wir haben eine weitere Hauptquest abgeschlossen, ja? Ne? So, gut. Hetepis finsterer Einfluss war in ganz Memphis zu spüren. Bayek verfolgte ihn sogar durch das Reich der Träume. Hetepi wurde im großen Tempel von Memphis erschlagen unter den Augen aller Götter. Das Krokodil ist Mitglied des Ordens der Ältesten und arbeitet im Fayum daran, die gesamte Region zu unterdrücken. Ah, das ist aber auch ein Böser. Gut. Okay, dann würde ich mal schnell hier hingehen. Und dann können wir von da hier hoch oder sowas und dann hier weitermachen. Ja. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Wir haben jetzt einiges gemacht. Wie gesagt, auch gut Hauptquest weitergedrückt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.